Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr die besten Fortnite-Einstellungen für Maus und Tastatur und Controller für euch finden könnt. Ich rede hier nicht von den Grafikeinstellungen, sondern von den ganzen Keybinds, Sensi und so weiter. Das werde ich euch auf jeden Fall heute zeigen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da und tragt gerne meinen Creator-Code Forfeit im Fortnite-Item-Shop ein. Und dann würde ich sagen, los geht's mit dem eigentlichen Video und starten direkt mal. Ihr seht jetzt, ich bin hier in einem Freebuild drin. Und dann starten wir direkt mal mit den ganzen Fortnite-Einstellungen. Noch einen Hinweis aber noch am Rande. Jeder sollte wirklich eigentlich seine perfekten Einstellungen finden. Ich werde euch lediglich meine eigenen geben. Ihr solltet sie aber natürlich nicht eins zu eins kopieren, sondern eigene Einstellungen finden. Aber ich werde euch meine Einstellungen zeigen, damit ihr eine Basis habt, auf die ihr aufbauen könnt, beziehungsweise damit ihr ein paar Ideen von meinen Einstellungen rausnehmen könnt. Aber ihr solltet wirklich eure eigenen Einstellungen herausfinden und dann werde ich euch auf jeden Fall zeigen, wie meine lauten, damit ihr anhand von meinen Einstellungen dann vielleicht ein paar Ideen nehmt oder so. Aber auf jeden Fall werde ich euch dann halt noch Tipps geben, wie ihr eure eigenen Einstellungen findet. Starten wir direkt mal mit den Keybinds für Maus und Tastatur. Ich werde danach noch gleich über Controller was erzählen, aber wir starten auf jeden Fall mit den Keybinds. Hier habe ich alles ganz normal. Bis auf das Sprinten habe ich als Feststelltaste. Halt Caps Lock einfach als Sprinten ist für mich am idealsten. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ich empfehle euch sogar Feststelltaste. Also ja, beim Kampf habe ich auch alles ganz normal. Bis auf das Benutzen habe ich Tab genommen. Tab ist direkt eins weiter von Q. Das heißt, ihr kommt direkt mit dem Ringfinger ganz einfach hin. Deshalb habe ich als Benutzen Tab und als Erntewerkzeug, also als Pickaxe F. Kommen wir zum Bauen. Also die Waffenslots habe ich alle ganz normal gelassen, 1 bis 5, Pickaxe wie gesagt F. Kommen wir zu den Bauen. Beim Bauen habe ich die linke Steuerung als Rutschen bzw. Sliden und dann habe ich Wand, die Mausdaumentaste 2, das ist bei mir, das ist die vordere Mausdaumentaste und als Wand habe ich die hintere Mausdaumentaste. Dach habe ich E, Falle T, Gebäude platzieren habe ich linke Daumentaste, Maustaste, nicht Daumentaste, reparieren, aufrüsten, Z, Gebäude drehen, R, Baumaterial ändern, rechte Maustaste und ganz wichtig, jetzt kommen wir zum Bearbeiten. Viele von euch werden jetzt sagen, dass G schlecht zum Bearbeiten ist. Das stimmt teilweise. Nicht bei jedem ist G, also nicht für jeden ist G geeignet, aber nicht für jeden ist G schlecht. Bei mir habe ich G genommen, dass ich da ich eine große Hand habe. Ich komme wirklich mit meinem Zeigefinger ganz einfach zu G rüber. Aber es gibt Leute natürlich, die eine kleinere Hand haben und deshalb nicht G als Editieren nutzen sollten. Habt ihr eine kleinere Hand, verwendet ihr nicht G, sondern was anderes. Ich habe aber wie gesagt eine große Hand, deshalb komme ich ohne Probleme zu G rüber und ich fühle mich auch mit G wohl und deshalb habe ich G ausgewählt. Und dann habe ich beim Bearbeiten habe ich linke Steuerung, Gebäude, Bearbeitung festlegen, linke Maustaste, Bauänderungen zurück, rechte Maustaste und Mausrad runter. Als Kommunikation habe ich die mittlere Maustaste, Teamverständigung F4 und Chat Eingabe. Emote habe ich B. Falle ausrüsten, auswählen F3 und der Rest ist wirklich nicht wichtig, da solltet ihr einfach irgendwas nehmen, was euch passt. Es ist wirklich sehr unwichtig. Dann gehen wir mal zu der Sensi von der Tastatur. Ich habe Empfindlichkeit X-Achse 14,7, Empfindlichkeit Y-Achse 14,1. In meinen Maustreibern habe ich als DPI 800 eingestellt. Ich würde euch empfehlen, mit 800 auch zu arbeiten, da das halt auch die meisten Pro-Player nutzen, 800 DPI. Manche nutzen auch 600. Aber wenn man 600 nutzt, dann sollte man halt dann natürlich seine Empfindlichkeit entsprechend anpassen. Empfindlichkeit Ziel habe ich 22,5, Empfindlichkeit Zielfernrohr 27,7. Das hier ist unwichtig, außer ihr habt Probleme, dass euer Controller die ganze Zeit angeht oder so. Und Mausflug ist auch sehr unwichtig, da wir aktuell in Fortnite keine Items haben, mit denen man irgendwie fliegen kann. Also zum Beispiel Helikopter oder Helikopter. Oder Flugzeuge haben wir gerade nicht in Fortnite drin, deshalb ist es
Unwichtig. So, das war es auf jeden Fall mit den Maus- und Tastatureinstellungen. Und dann gehen wir auf jeden Fall gleich noch zu den Controller-Einstellungen. In den Controller-Einstellungen, da solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr, wenn ihr Baumeister Pro nimmt, ihr könnt ganz normal Baumeister Pro nehmen, aber dann solltet ihr auf Angepasst gehen. Und dann beim Angepassten verwendet ihr zum Bearbeiten L, den linken Stick zum Runterdrücken. Beim Bearbeiten, da beim linken Stick zum Runterdrücken das Bearbeiten viel einfacher ist, wenn ihr Kreis oder bei Xbox ist es B zum Bearbeiten drückt, dann braucht ihr viel länger zum Bearbeiten und es kostet häufig sehr wichtige Zeit, die ihr teilweise in den Baufiles einfach braucht. Gehen wir zur Controllersteuerung. Hier habe ich ja alles, Haltezeit, Rutschen, Bearbeiten, alles ganz runter. Kamera, Rücksitz, Achsen habe ich, Nick-Achse. Hier weiß ich noch nicht, ob ich Nick-Achse, G-Achse oder beides nehmen soll, weil das ist eine relativ neue Einstellung und da habe ich noch nicht wirklich viel Erfahrung gesammelt, um da wirklich zu schauen, was das Bessere ist, aber ich habe Nick-Achse, verwende ich einfach aktuell, Vibration aus, Kamera, Rück-Reset-Zeit habe ich 0,1 Sekunden. Multiplikator für Empfindlichkeit 1,8, Bearbeiten 1,7, fortgeschrittene Option verwenden an. Horizontale Umsehgeschwindigkeit 48, genauso wie die vertikale. Horizontaler Schub, vertikaler Schub und Schubverzögerung 0,0 Sekunden. Horizontale Umsehgeschwindigkeiten und vertikale beim Zielvisier habe ich bei 18% und den Rest bei 0% bzw. 0,0 Sekunden. Widerstand beim Umsehen habe ich auf 0,1 und Eingabeverfahren beim Umsehen linear. Ihr könnt auch exponentiell nehmen. Bei exponentiell habt ihr bei der Funktion, es gibt immer eine Funktion mit einem Graphen, die das ganze Eingabeverfahren umsetzt. Habt ihr als, wenn es exponentiell ist, ist es hoch 2 oder höher. Habt ihr es linear, dann ist es m mal x plus c, soweit ich weiß. Und dann habt ihr einfach eine lineare Kurve. Das ist einfach, wenn ihr den Stick, so weit wie ihr den Stick drückt, genauso weit wird da halt das 1 zu 1 übersetzt in eure Bewegungen. Stärke der Zielerfassungshilfe habe ich 100%. Todzone, ganz wichtig, solltet ihr nicht zu hoch, nicht zu niedrig haben. Habt ihr eine zu hohe Todzone, kann es ein paar Millisekunden mehr kosten. Habt ihr eine zu niedrige Todzone, kann es für euch ein Drifting auslösen. Das heißt, es bewegt sich, ohne dass ihr euch bewegen wollt. Deshalb habe ich 8 und 12. Habt ihr ein starkes Controller-Drifting bei eurem Controller, solltet ihr die Todzone weiter höher ziehen. Fußcontroller habe ich Fußcontroller zulassen. Fußcontroller Todzone 1%, maximale Eingabestärke. Für Fußcontroller habe ich 50%. Panzereinstellungen habe ich, Panzersteuerung per Kamera-Controller habe ich an. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Haut auf jeden Fall gerne den Like- und Abo-Button rein. Dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ab damit in die Kommentare.